Liebe Freunde, in dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Arbeit mit dem Produkt beginnen und Ihre erste Belohnung für das Halten von Split Tokens erhalten können. Schritt 1: Smart Wallet erstellen. Vor dem Arbeitsbeginn müssen Sie eine Smart Wallet erstellen. Laden Sie die Anwendung Smart Wallet aus dem App Store herunter, wenn Ihr Smartphone mit iOS betrieben wird, oder bei Google Play, wenn Sie ein Android-Smartphone nutzen. Öffnen Sie die Anwendung und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Create Wallet. Das ist alles. Ihre Wallet wurde erstellt. Alles, was Sie noch tun sollten, ist, Ihren Merksatz für die Wiederherstellung des Zugriffs auf Ihre Wallet zu sichern. Klicken Sie dazu im Hauptbildschirm auf die Meldung Backup needed. Es öffnet sich ein Bildschirm mit 12 Wörtern. Um sie zu lesen, halten Sie die Schaltfläche Press and Hold to see Phrase unter den Sätzen mit dem Text gedrückt. Bitte seien Sie aufmerksam bei diesem Schritt. Dieser Satz ist der Schlüssel zur Sicherheit Ihrer Mittel. Wir empfehlen Ihnen, auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. Bewahren Sie den Merksatz nicht auf elektronischen Geräten auf und geben Sie ihn an niemand weiter. Um die Arbeit mit der Anwendung fortzusetzen, müssen Sie Ihren Merksatz bestätigen, indem Sie seine Wörter in der richtigen Reihenfolge eingeben. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint eine Glückwunschnachricht. Schritt 2: Die Wallet aktivieren. Damit Transaktionen mit Tokens mit Hilfe Ihrer Wallet durchgeführt werden können, muss diese aktiviert sein. Übertragen Sie dazu einfach einen Smart an Ihre Wallet. Smarts können auf folgende Weise erhalten werden. Sie können jemanden bitten, Ihnen diese zu senden. Sie können diese durch Swapping bekommen. Sie können sie an einer Börse kaufen und an Ihre Wallet senden. Schritt 3: Wallet-Guthaben auffüllen. Nachdem Sie eine Wallet erstellt haben, müssen Sie diese mit Ultima-Tokens auffüllen. Dies ist für die weitere Bezahlung von Produkten erforderlich. Dafür benötigen Sie ein Börsenkonto. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie detaillierte Anleitungen zur Arbeit an der Coinsbit-Börse, an der Sie die Tokens profitabel und sicher kaufen können. Die Links zu den Anleitungen finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Übertragen Sie anschließend die gekauften Ultima-Tokens auf Ihre Smart Wallet. Öffnen Sie dazu die Smart Wallet-Anwendung und klicken Sie auf die Ultima-Karte. Sie sehen die Adresse Ihrer Wallet, die Sie kopieren können, indem Sie auf das Kopiersymbol klicken. Melden Sie sich bei der Coinsbit-Börse an. Wählen Sie Wallet, Balance aus dem Menü und anschließend Withdraw im sich öffnenden Fenster aus. Geben Sie den Namen des Ultima-Tokens in die Suchleiste ein. Geben Sie nun rechts die kopierte Wallet-Adresse und den Betrag in Ultima ein, den Sie senden möchten. Bestätigen Sie den Versand. Anschließend wird ein Bestätigungscode an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie bei der Registrierung an der Börse angegeben haben. Bestätigen Sie mit Hilfe des Codes den Versand von Tokens und warten Sie, bis die Börse Ihre Transaktion bearbeitet. Sobald die Transaktion bearbeitet ist, erhalten Sie die Tokens in Ihrer Wallet. Bitte beachten Sie: Um Transaktionen mit Ultima aus Ihrer Wallet durchführen zu können, müssen Sie Smart Coins auf Ihrem Guthaben haben. Schritt 4: Auf der DeFiU-Website registrieren, eine Split-Lizenz kaufen und aktivieren. Gehen Sie zur DeFiU-Website über den Link, den Sie von der Person erhalten haben, die Sie eingeladen hat. Im oberen rechten Fenster sehen Sie die Schaltfläche Sign Up. Klicken Sie sie an. Es öffnet sich ein Registrierungsfenster von SmartPass. In diesem System erfolgt die eigentliche Registrierung. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus: E-Mail, Passwort, Passwortbestätigung, Vorname, Nachname, Wohnsitzland. Nach dem Ausfüllen der Felder müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen. Lesen Sie diese sorgfältig und aktivieren Sie die drei Kästchen neben den entsprechenden Feldern auf der rechten Seite des Bildschirms. Bitte beachten Sie den Namen des Sponsors. Dieser wird oberhalb der Nutzungsbedingungen angegeben. Wenn er nicht mit dem Namen der Person übereinstimmt, die Sie eingeladen hat, fragen Sie sie nach einem aktuellen Empfehlungslink. Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihre gültige E-Mail-Adresse an, auf die Sie Zugriff haben. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihr Passwort auf Papier aufzuschreiben und an einem sicheren Ort aufzubewahren, um den Zugriff auf Ihr Benutzerkonto nicht zu verlieren. Klicken Sie nach dem Ausfüllen auf die Schaltfläche Sign Up.
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie auf dem Bildschirm eine Meldung über Ihre erfolgreiche Registrierung und über die Notwendigkeit der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, überprüfen Sie Ihr Postfach, das Sie bei der Registrierung angegeben haben, und Sie finden dort eine E-Mail vom Smart Team. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang sehen, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche Confirm E-Mail. Fertig. Sie haben sich erfolgreich bei SmartPass registriert. Gehen Sie zu DeFiU, klicken Sie auf die Schaltfläche Go to DeFiU, klicken Sie auf die Schaltfläche Sign in und melden Sie sich an. Es öffnet sich ein Dashboard. Wählen Sie je nachdem, welchem Pool Sie beitreten möchten, den Abschnitt Split oder Unity Split. In unserem Beispiel kaufen wir eine Lizenz für den VIP-Pool. Deswegen wählen wir den Abschnitt Split aus. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie im Abschnitt Split Licenses eine Liste der zum Kauf verfügbaren Lizenzen. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf Purchase. In dem sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Senden Sie zum Bezahlen den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Jetzt muss die Lizenz aktiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menübereich My Licenses. Suchen Sie die gekaufte Lizenz und klicken Sie auf die Schaltfläche Activate. Wenn Sie sich Ihren Aktivierungsverlauf ansehen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Activation History. Wenn Sie eine Lizenz mit Win bezahlen möchten, wählen Sie diesen Token als Zahlungsart aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie eine Unity-Split-Lizenz erwerben möchten, wählen Sie im Dashboard in der rechten Ecke unter dem Empfehlungslink den Abschnitt Unity-Split aus. Scrollen Sie auf der Seite nach unten. Im Abschnitt Unity-Split-Licenses sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Lizenzen. Bitte beachten Sie, wenn gerade eine Promo-Aktion läuft, werden auf der ersten Registerkarte die im Rahmen dieser Promotion angebotenen Lizenzen angezeigt. Der Erwerb von Promo-Lizenzen geschieht ähnlich dem weiter oben in dieser Anleitung beschriebenen Vorgang. Schritt 5. Split Contract abschließen. Der nächste Schritt nach dem Erwerb einer Split-Lizenz ist der Kauf eines Split Contract. Wählen Sie den entsprechenden Abschnitt aus, Split oder Unity Split. Wenn Sie auf der Dashboard-Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Produkte. Um einen Split Contract zu kaufen, gehen Sie zur Registerkarte Split Contracts. Wählen Sie den für Sie passenden Vertrag aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. In dem sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie exakt den Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig. Sie haben einen Split Contract erworben. Nach dem Kauf des Contract werden Sie sehen, dass sich die Werte im Widget Split License Usage in Ihrem Dashboard geändert haben. Schritt 6. Split Tokens auszahlen. Nach dem Kauf eines Split Contract druckt die Blockchain Split Tokens. Um mit dem Splitting zu beginnen, müssen Sie sie an Ihre Smart Wallet auszahlen. Bitte beachten Sie, dass zum Auszahlen von Tokens eine aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist. Eine Anleitung zu Ihrer Einrichtung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter dem Video. Um Split-Tokens auszuzahlen, öffnen Sie also das Dashboard auf der DeFiU-Website. Ganz oben links sehen Sie das verfügbare Split-Guthaben mit der Schaltfläche Payout.
klicken Sie auf diese Schaltfläche. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie die Adresse Ihrer Split Wallet eingeben müssen. Die Adresse kann in der Smart Wallet kopiert werden. Fügen Sie die kopierte Adresse ein, geben Sie den auszuzahlenden Split-Betrag an und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben müssen. Öffnen Sie die Anwendung Google Authenticator und geben Sie den aktuellen Code der Anwendung in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Anfrage zum Auszahlen von Tokens erstellt wurde. Bald werden die Tokens in der von Ihnen angegebenen Wallet eingehen. Vergessen Sie nicht, Ihre Wallet zu aktivieren, um Transaktionen mit Split-Tokens durchführen zu können. Übertragen Sie dazu einfach einen Smart auf Ihre Wallet. Den Verlauf der Auszahlungen finden Sie im Abschnitt Payouts – History. Schritt 7. Belohnungen in Ultima erhalten. Jetzt kommt das Beste. Sie erhalten Ihre lebenslangen Belohnungen für Splits. Die erste Belohnung können Sie bereits 24 Stunden nach Eingang der Split-Tokens auf Ihrem Smart-Wallet-Guthaben anfordern. Um Splits verwenden zu können, müssen Sie sich zunächst vergewissern, dass Sie über die neueste Version der Smart-Wallet-Anwendung verfügen. Wenn nicht, aktualisieren Sie bitte die App. Gehen Sie dazu in den entsprechenden Anwendungsstore, geben Sie Smart Wallet in die Suchleiste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren. Für ein erfolgreiches Splitting empfehlen wir, einen ausreichenden Vorrat an Smart Coins zu haben, weil diese für die Durchführung des Split Contract notwendig sind. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Anwendung aktualisiert ist, Sie genügend Smart Coins auf Ihrem Guthaben haben und öffnen Sie Ihre Wallet. Klicken Sie auf Split. Es öffnet sich ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zu Ihrem Guthaben und Ihrem Transaktionsverlauf. Um am Splitting teilzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Splitting. Sie befindet sich direkt unter Ihrem Guthaben. Wenn Sie nicht genügend Smart Coins haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Guthaben aufzufüllen. Wenn genügend Coins auf Ihrem Guthaben vorhanden sind, öffnet sich ein Fenster mit Informationen zum aktuellen Splitting-Status. Gehen Sie nun zum Abschnitt My Splits. Wichtig! Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche Claim Reward, bis jeder Split-Token zum Splitting bereit ist und grün wird. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Token Splitting bereit sind, kehren Sie zum Abschnitt Splitting zurück, indem Sie auf den Pfeil im oberen linken Teil des Bildschirms klicken und klicken Sie auf die Schaltfläche Claim Reward, um eine Belohnung von der Blockchain anzufordern. Es öffnet sich ein Bestätigungsbildschirm. Bitte beachten Sie den Hinweis über eine Provision in Smart. Diese kann 100 Smart erreichen. Wenn Sie weniger Smarts auf Ihrem Guthaben vorrätig haben, kann Ihr Anspruch auf eine Belohnung aufgrund der für den Contract mangelnden Energie von der Blockchain nicht erfüllt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Smart-Guthaben mit einem Vorrat aufzufüllen. Stellen Sie also sicher, dass Sie genügend Smart-Coins in Ihrer Wallet vorrätig haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie den Nutzungsbedingungen des Produkts zustimmen und klicken Sie auf die Schaltfläche Confirm. Fertig. Sie haben Ihre Belohnung erfolgreich angefordert. Jetzt müssen Sie lediglich auf die Schaltfläche OK klicken und der Bildschirm vom Token Ultima wird geöffnet. Dort können Sie Ihre Belohnung sehen. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter.